Hey Leute, Miju hier und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft zusammen mit Ricardo und Lennart. In den letzten Folgen haben wir ein bisschen an der Wüstenstadt weitergebaut und das möchte ich jetzt fortsetzen. Allerdings mehr in Richtung unserer alten, beziehungsweise unserer normalen Stadt, als in die Richtung dahin. So. Irgendwas für Sandstein und wir wollen jetzt erstmal überlegen, vielleicht machen wir so einen kleinen Platz hier vor das Rathaus. Ja, das vom Rathaus kann auch gut so ein Marktplatz sein in der Art, oder? Wird das Sinn machen? Ja, ne? Ich glaube schon. Das hier ist so ein... Okay, ich... Das heißt, hier ist eine Art Marktplatz. Das heißt, wir machen hier nicht direkt alles hin. Und dann machen wir, weil hier so eine Gasse ist. Was ist die Gasse? Eine kleine. So, bis hier. Dann bis hier. Der Markt. So, heißt, wir machen auch wieder glatten Sandstein ganz viel. So. Und erstmal die Wand voll. Danach können wir in die Fenster und Türen reinmachen. Weil wir mit Connected Textures hier so eine schöne Fläche haben, die wir dann besser einteilen können. Ich brauche doch noch ein paar Leiter, noch ein paar mehr Leitern gleich. Bei den Häusern, die sind ja alle recht gleich aufgebaut, dass man dann oben hoch kann. Weil vielleicht sollten am Marktplatz zweistöckige Gebäude stehen, weil wenn das Rathaus nicht zweistöckig ist, dann das auch nicht. Möchtest du noch Glas Tür haben oder? Ja, was? Glas für die Fenster. Oder nicht? Bei den Gebäuden hier? Ja. Nee, würde ich eher nicht sagen. Ist ja eher so arm, quasi armes, vor allem in der Wüste, nee. Wir haben ja eher so offene Fenster quasi. Seid ihr in der Wüste? Ja, war ich gerade in der Wüste. Wo denn? In der Nähe vom Magierturm. Könnt auch noch mal kommen und Sand mitbringen. Ich habe hier noch einiges an Sandstein in der Kiste gefunden, aber... Nee, lass mal lieber. Das im Lager brauchen wir besser. Dann. Wie gesagt, einiges hier gefunden. Da. Wie wo dieser Typ eingesperrt ist in dem Turm? Der Villager? Ah, in der Nähe davon, ja. Ja, in der Nähe davon. Da, wo schon diese Häuser standen? Ja, genau. Da standen halt kleine Häuser und die haben wir, also ich habe jetzt ein paar mehr gebaut mit Ricardo. Aber das muss irgendwie näher rankommen. Da muss man eine Verbindung zwischen. Genau. Deswegen bin ich auch gerade dabei, in die Richtung zu bauen. Hier da, wo das Wasserbecken ist, wollte David ja so eine Art Wasser-irgendwas-Haus machen mit so zwei Teilen. Frag mich nicht, was er da geplant hat, aber das wird, glaube ich, etwas ein größeres Haus als die hier. Ich glaube, das wird dann cool aussehen. Ich hoffe es zumindest. Ich weiß auch nicht, ob es hier so zweistöckige Gebäude geben sollte. Ich glaube eher nicht. Wenn das Rathaus nicht zwei Stücke ist, dann das hier auch nicht. In der Wüste gibt es doch diese Häuser, wo zumindest noch so, die sind ja immer flach und da gibt es ja manchmal noch Häuser, wo noch so ein, warte, ich komme mal hoch. Noch so ein zweites Ding drauf ist oder was? Also wo so ein, noch, nur die Hälfte zumindest noch mal so ein Teil drauf ist, was noch mal flach ist. Nur so, weißt du, wie ich meine? Ich glaube schon. Weil das sieht auch ganz cool aus. Wenn er die zweite Etage hat, dann meinst du, dann hat die zweite Etage ein Dach oder nicht? Ja, nicht, dass das eine komplette zweite Etage ist. Dann nur quasi den höheren Rand meinst du damit, oder? Nein, dass das nur so eine kleine Art, zum Beispiel an der Treppe jetzt, dass hier nur sowas wäre, dass da so ein kleines Dach noch drüber ist. Ah, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay. Kann ich vielleicht mal bei einem anderen Haus dann versuchen. Ja, das macht Sinn. Das werde ich dann gleich mal versuchen umzusetzen. So. Macht aber Sinn, wenn hier so ein kleiner Marktplatz hinkommt vor das Rathaus, oder? Ja. Okay. Sandstein. Hier zwischen. Ich weiß nicht, wie David das genau gestalten will, aber ich mache hier einfach mal ein nicht so quadratisches Haus hin. Quadratisch, ich meine.
So, und da kommt jetzt wieder flacher, glatter Sandstein. Hier noch, da ist auch noch glatter. Aber der Sandstein geht trotzdem echt schnell weg. Was fuckt für ab, dass Nacht ist, Alter? Du kannst auch ein paar Monster hier jagen. Ja, mache ich ja, aber dann kommen ja eh neue. Ja, das stimmt. Moment, erstmal allen Sand nach oben. Sand. 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 Man kann Sand und Sandstein so schnell auseinanderhalten im Inventar, finde ich. So, Sand ist jetzt oben und alle Sandstein ist unten. Gut. Noch wieder eine Übersicht, wie viel ich noch im Inventar habe ungefähr. So. Schön. Lattersandstein. Hier hin. Hier noch sowas hin. Wobei da auf jeden Fall ein Fenster rein. Wenn hier die Tür reinkommt, dann kommt da hinten noch da rein. So. Dann eine etwas größere Fläche. Rein, dann brauchen wir noch hier noch ein Fenster. Da. Gut. Dieses Wüstendorf ist so gefährdet für Angriffe. Terrorangriffe. Creeper-Angriffe. Quasi Weil Terrorangriffe. ja einfach nichts ausgeleuchtet ist. Ja, das stimmt. Die Häuser selbst sind ausgeleuchtet, aber außen nicht. Paar Slabs. So. Immer auf die Ecken. Was ist das, so ein kleiner Mini-Zombie, ey? Lass mich doch in Ruhe. Noch So. Holz? Nee. Wie macht man das denn jetzt? Nee, das muss es läppeln. Wow. Ach ja, stimmt, mit Slabs. Oh, wird jetzt Dach gemacht, da brauche ich viel mehr Slabs. Ah, ich brauche mehr Slabs. Na, du kleiner Willi, du. Ja, hier, der kleine Willi. Ist er tot? Redest du mit deinem Hosenhals? Nein. Rede mit einem kleinen Mini-Zombie. Warum nennst du ihn dann Willi? Ein Mini-Zombie? Warum nicht? Soll ich ihn sonst nennen, Leonard? Gern vorstellen. Julian, noch Holz? Oder? Ob ich noch welches habe oder ob ich noch welches brauche. Ob du welches hast. Ja, warte. Ja. Oh, verdammt. Doch, habe ich. Mindestens ein bisschen. Ich brauche nur ein paar. Dann sogar machen. Dann so. Weil ne, hier geht das schlecht. Man könnte versuchen. Gucken, wie es aussieht. Ricardo, bist du in Nersen? Nee. Fragst du? Bitte? Warum fragst du? Einfach so. Weil ich da auch nicht dabei bin. Die Oder hast du Anmeldung vergessen, und dass so. ich im Projektkurs bin? Nee, nee, habe ich nicht vergessen. Die Anmeldung war ja auch so scheiße dabei. Hättest du es sonst gemacht oder warum? Nee, aber. Aber trotzdem scheiße. Ja, trotzdem scheiße, ist halt so.
So, Leitern. Hochklettern kann. Mal ein bisschen anders so ein Ding da hochbaut. So. Wie wird das dann wieder enger? Der Wacker ist jetzt auch nicht so riesig. Das heißt, vielleicht sogar. Nee, da sind die Blöcke. Vielleicht sogar schon hier so. So. Dann würde ich fast schon hier wieder. Bis hier machen. Ja. Brauche ich wieder ein paar. Nein, die wollte ich nicht. Die wollte ich. Noch ein paar Slabs. So. Und aus den Slabs machen wir dann auch vor allem welche von denen. So. So. Hinten noch welche. Und ja, aber dann machen wir noch ein paar eher etwas anders, nicht so ganz so viereckig. Noch Banken von unten, von oben abbaut, droppen dann alle. Nein, oder die sollst du immer von unten abbauen, muss jeder einzeln abbauen. Slabs. So. Ein glatter Sandstein. Du brauchst eigentlich Ranken. Für die bemoosten Steine. Ah ja, stimmt. Damit das nicht so scheiße aussieht. Macht Sinn. Ja, ich lasse die dann einfach, ich baue die dann einfach direkt bei mir an. Ja, ja, klar. Genauso wie ich das ja. Du kannst auch theoretisch einfach auch so ein paar Ranken theoretisch runterwachsen lassen. Ja, das will ich auch noch machen. No. Aber eigentlich möchte ich nicht. Was möchtest du eigentlich nicht, Ricardo? Von der DC gerade. Hat er wirklich DC? Ja, hat er, glaube ich. Kann gut sein. Julian, willst du mal Gras rauchen? Nein. Du? User in your channel timed out. Oh, was habe ich gesagt? Yep. Nice one. Hast du einen neuen Skin? Ja klar. Neuer Name, auch neuer Skin. Nicht gut. Ich finde den Skin auch besser. Wobei der nicht komplett selbst erstellt ist. Gegenteil. Das meiste ist von Dr. Stein. Aus als hättest du einen Hitler-Seitenscheitel. Natürlich. Ja, wirklich. Hey, ja, okay, ein bisschen. Aber nicht viel. Ja, sei doch stolz. Sei doch stolz. Okay, das war jetzt natürlich ein Späßgame. Natürlich. Ja klar. Ah, wieder kein. Also, du bist ja bei mir in Englisch, ne? Richtig. Ach, das mit dem, was ich gemacht habe, habe ich dir ja schon erzählt, oder? Weiß nicht, wovon du redest. Wir saßen, Tim und ich saßen gegenüber von Vanessa und Jana, ne? Ja. Und du, diese eine Jana, ne? Diese. Ja. Und wir haben dann unsere Maus bei denen heimlich eingesteckt. Und die ganze Zeit so einfach so. Und die haben es erst nicht gecheckt, bis die gemerkt haben, wie sehr wir das weggelacht haben. Nice. Ich hatte ursprünglich eigentlich vor, die Tastatur von uns bei denen anzuschließen, dann Alt-F4 die ganze Zeit. Das ist nice. Das wäre so asozial gewesen. Das wäre ihre PowerPoint nicht gespeichert. Und das wäre mega assi gewesen. Ich glaube, die hätte mich ohne Spaß getötet. So. War schon so richtig pissig. Wie das dann war es in der Folge, wenn es gefallen hat, lasst uns da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und quatschen ein bisschen weiter. Tschüss. Wow.